Die Hände gehören immer vor den Körper. Das habe ich dir bei meinem letzten Videotipp gezeigt. Aber wo denn vor den Körper? Hier oben wirken die Hände nicht besonders souverän. Wenn du deine Hände hier oben hast, dann wirkt es etwas nervös und etwas unsicher. Hast du die Hände da unten, dann wirkt das, ich sage immer, wie Freistoß. Auch Feigenblätter sind nicht so geeignet für eine Präsentation oder für eine Moderation. Die optimale Höhe der Hände ist vor dem Körper zwischen Nabel und Gürtel, weil da gestikulieren wir normalerweise auch. Und wenn du da die Hände hältst, wenn du nichts sagst oder wenn du dort wieder in deine Ausgangsposition zurückkommst, dann hast du immer eine optimale Position.